Es geht auf zur Grischer zum Lunzer Seminar. Mein Taxi ist gekommen. Hallo Stefan. Servus. Und ja, mit dabei im Schlepptau hat er den hier. Kenne ich nicht. Ja, jetzt latschen wir erstmal zu mir, weil hier ist Cityfest und da ist alles dicht. Und deswegen muss man etwas außerhalb parken. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Okay. Ja, gut. So Leute, wir sind unterwegs. Ich habe es mir hinten gemütlich gemacht. Die beiden hocken vorne wegen der Gewichtsverteilung. Verstehe ich nicht. Heute wieder die starken Unterhosen an, Herr Schöttl, oder? Kraft. Ja, natürlich. Lecker. Ja, also, Ankunftszeit, Navi hat irgendwas von 0 Uhr hau mich tot gesagt und schauen wir mal. Das dauert so lang. Und wann sieht man die beiden? Ganz klar, beim Essen. Das braucht man schon nach deinem Geschnache die ganze Nacht. Ich hau da eine auf die 12. Ach, bei mir war es so schön ruhig. Ach, du Glückliche. Hat man tauscht. Nein, ich habe nicht geschnarcht. Ich habe sogar auf Video. Ja, genau. Ein leichtes Schnurren hat er gesagt. Oh, ja, jetzt erst einmal schön frühstücken und nachher dann geht es weiter Richtung Grischow, Richtung Jazzclub, gell? Jazzclub, ja. Ganz genau. Jazzclub House. So machen wir das. Jetzt wird es voll hier und kompliziert. Nein, wir wollten nur ein, dass wir den Schlüssel schon hatten. Nur den Schlüssel. Leute, mittlerweile am Platz angekommen. Und was soll ich sagen? Der Tag hat so schön angefangen. Aber leider, naja. Oh Gott. Oh, ich gehe wieder hier. Oh, nee. Nee. Man könnte jetzt auch sagen, das Video ist Teil vom Livestream, weil im Livestream habe ich mir das Kirschbier aufgemacht, das gute Detmolder. Einfach noch die Livestreams auch noch mit angucken, dann seid ihr rundum informiert. Ja, aber jetzt schaue ich mit dieser Cam hier auch noch in die Runde rein. Ja. Nicht, dass es bloß eben im Livestream ist. Also momentan noch alles im Vorbereiten, Vorbereitungen. Weil Gäste sind jetzt noch keine da. Aber jo, hier wird fleißig gewerkelt. Ui! Der V-Pin läuft schon. Der Mini-V-Pin, den muss ich doch gleich mal dann ausprobieren. Robin hat uns auch gefragt. Gerrit, hast du wieder alle versklavt hier? Nee, die Kollegen machen ihr eigenes Rezept. Ach so. Wir nutzen nur die Marke. Was wird das Feines? Spieße auf dem Striker, dann wird das nachher noch in den Kompakt-Smoker schön durchgeschmort und dann gibt es Tacos. Tacos, ne? Okay. Kleine Häppchen. Ne? Also auch hier wird es Futter geben ohne Ende. Definitiv. Linse verschmutzen. Ja. Ja. Oh, die Cam umgreifen. Hallo Micha. Dann gehen wir mal an diesen Herrschaften hier vorbei. So, aber nur vorbei. Ich kann dir auch ins Ohr filmen. Das schafft das Ding nicht. Ja. Da steht ja noch einer. Hast du nur live und jetzt mit dir in der Kamera? Ja, klar. Dann filme ich dich auch. Aber also, der Hühnerstecke. Also, ich habe schon gesagt, das Video ist Teil von meinen Livestreams. Ja. Gut. Du, Heiko, wir müssen uns auch noch Plätze suchen. Ja, jetzt überlegen wir uns so langsam, wo wir uns dann aufbauen. Wo wir hier randalieren. Wir brauchen auf jeden Fall eine glatte Fläche. Wir brauchen einen Klappo. Ja, dann erklär mal bitte. Tisch. Du bist ja heute mein Assistent. Und am besten viele Freiwillige. Besorgen wir uns. Ja. Wo ist der Prügel?
Mit Peter Riegel. Gerrit, Gerrit, ja. Die Paprika sollte er normal alleine zubereiten. Er hat es gelernt in Werl. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich schneide Paprika. Wir sind noch da. Jetzt schauen wir mal zu, ob er es noch weiß. So braucht er. Ja, wir brauchen noch zwei oder so. Wir brauchen jetzt noch drei. Drei braucht er noch. Oh, ich bin hier sitzen. Oh ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, wir sind lernfähig, gell? So, jetzt haben wir ihn wieder genug geärgert. Schauen wir weiter. Langsam fühlt sich hier das Areal. Ja, einmal so hinter mir vorbeigucken. Und der Jens und meine Wenigkeit legen hier jetzt dann los mit unserem Maultäschlerpfanne, hau mich tot. Sie beschwabe doch, nenne ich das, kann ja. Sein. Wie gesagt, das sieht sie dann später im Video. Wir fangen erstmal an, das Fleisch zur Würze marinieren und dann machen wir erstmal Hackfleisch ein bisschen. Und okay. Das sehen wir dann im weiteren Verlauf. Genau. Ich filme halt immer wieder mal so mit rein. Genau, so machen wir das. Hilfe haben wir auch bekommen. Schwäbisch-Hellischer, einfach grillen. Und die andere Variante, da machen wir dann einen Dutch Oven. Ich nenne es hier einen Schwabentopf. Zusammen mit Schweinefilet, mit Kugelspitze, mit Sauerkraut, mit Sahne. Also ich habe schon mal den Klapper angefeuert, dass wir nachher einen Dutch Oven draufhauen können und da irgendwie den Spinat und Bacon anrösten etc. pp. Ja, und für all die Unken, wo immer rumheulen, ich würde ja auch nichts tun, doch, ich bin auch mit dabei, ich tue auch was. Jetzt erstmal schön den Bacon anschmoren und dann kommt da der Spinat mit rein und die Zwiebeln, ja, und dann geht's weiter. Machst du einen neuen YouTube? Das ist ja geil. Was ja, ist das denn? Das ist mein Mini-Pringel. Ja, das sehe ich schon. Ja. Ich finde es so traurig heute. Das Holz aus dem Klappo, das raucht wie Sau. Mittlerweile hier im Dutch Oven der Spinat mit drin, Zwiebeln und Bacon schön angeschmort. Ja. Verkehrte Veranstaltung? Hau ab. Der Veggie-Junkie. Ja, und gewisse Leute wollen mich halt ärgern. Aber René, du siehst, ich heul schon wächst im Spinat. Ja, du hast richtig Tränen, ja. Ja, brutal. Ja. Und der Jens ist natürlich immer schön am Erklären, wenn jemand was wissen will. Finde ich super. Was macht dein Spinat? Ist der zerfallen? Ich komm halt mal rüber. Ja, ist er. Der stellt Fragen hier, das ist ja unglaublich. So, das sieht gut aus. Sieht der gut aus? Ist ja. Das in Ordnung? Kann ich runternehmen? Das kann ich alles komplett runternehmen und in die Schüssel rein und dann den Dutch Oven abkühlen lassen. Okay. Dann machen wir das so. So, da darf das Ganze jetzt abkühlen. Und wie es weitergeht, sehen wir nachher. Und der kriegt den Mund nicht zu. Selber gemacht, Kunde Brühe. Schauen wir wieder mal rum hier. Ja.
Carina, was gibt's hier Feines? Ja, guck mal, lecker. Burger. Boah, ey. Chicken. Ist ja unglaublich. Ich glaube, ich hole mir da jetzt auch was. Wenn der Gerrit, der alte Fresspopel, sich was holt, dann mache ich das doch auch. Ich habe erstmal gewartet, bis hier erstmal die Gäste nicht haben. Ja, ist ja richtig so. Ja. Aber jetzt mal auch. So. Dann schauen wir mal, was hier wieder abgeht. Noch ein Schlückchen rüber. Kann doch nicht schaden, ne? Kaffee und Sie. Das sieht sehr trocken aus. Ja. Ja. Ich hätte das noch gegangen. Ich glaube, das war die Gemüseabteilung. Ja. Und während ich hier in der Reihe stehe und auf Burger warte, da drüben werden die Rips vorbereitet. So, da liegt das Teil. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und im letzten Video oder vorletzten Video hat einer kommentiert und gefragt, warum ich immer bloß so kleine Bissen mache. Ich krieg's Maul einfach nicht so weit auf. Fertig. Also. Aber jetzt esse ich, und zwar ohne Camp, ausnahmsweise mal. Jo. Bürgerchen verdrückt. Der hier hinten hat's immer noch nicht gelernt. Machst du eine Anpassung an McAllister? Null. Ja, erster Burger, erster Fleck, ne? Naja. So, jetzt schauen wir mal, wie weit der Jens mittlerweile gekommen ist. Der hat ein bisschen Gemüse gehackt. Und wie machen wir jetzt weiter? Also ich habe jetzt noch, wir haben gerade Spinate noch anblanchiert. Jetzt habe ich gerade noch 2 Strauch Petersilie rein. Eine gute Handvoll Schnittlauch. Ich habe es abkühlen lassen, das ist ganz wichtig. Ihr müsst es abkühlen lassen, bevor das Brett reinkommt, weil sonst kriegt euer Brett einen Stich. Das ist ziemlich unlecker. Was wir jetzt machen, wir drehen jetzt gleich das Fleisch durch den Rolf. Okay. Dann kommt das Brett dazu und dann tun wir das mit Brötchen, Milch und Eier schön zu einer schönen Masse verkneten. Und dann haben wir schon die Füllung bereit für die Maultaschen. So, was hältst du von unserem Dreher da drüben? Wir finden jetzt ein paar Freiwillige, die uns helfen. Also der sieht schon so kräftig. Ich. Ja, wir finden ein paar Freiwillige. Da bin ich. Da ist er. Ja, und dann machen wir jetzt einfach mal weiter und ich filme nachher wieder einfach mit rein. Und ziemlich ausführliches Video dazu. Beim Bambi. Na, Fuß. Ausführlich. Zeig's halt. Ausreichend ausführlich. Ausreichend ausführlich, ja. Die Frage ist, hat die. Ach, oh. Oh, weia. Oh, weia. Was wird denn hier gewollt? Eieieiei. Keine Halsmaultaschen. Wir machen richtig schwäbische Maultaschen. So und der Dirk am Lästern und fressen wie immer. Ja, richtig. Ich habe gerade hier diesen Wurstspieß vom Johnny, von dem Swiker. Ja, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Blöd ist das natürlich, ja, wenn man weiß, dass das unser Seminar ist und nicht hingeht. Ja? Ja, ist ja eigentlich schon doof. Ne? Jo. Ist ja, ganz genau. Also, perfekt. Was wird das hier? Hier wird fleißig weitergewolft. Was wird das? Maultaschen. Maultaschen. Als Maultaschen. Ja, als Maultaschen. Eine aufs Maultaschen. Ja, danke. No, jetzt geht's vorwärts. Der Mann hat auch kräftige Arme, da geht das. Wie das Fleisch, ne? Da weiß der. Hoffe ich, dass er fertig wird. Jens, wie viele Buns hast du da jetzt klein gemanscht? Das waren jetzt 4 Buns. 4? 4 Buns, beziehungsweise 4 alte Brötchen vom Vortag. Okay. Und mit einem guten Schluck Milch einweichen. Die müssen, ich sag mal, feucht sein, aber nicht nass. Wenn ihr nass seid, müsst ihr nachher Paniermehl reinkippen, das ist doof. Ihr wollt die einfach nur feucht haben. Und dann kommt alles in die Masse mit rein. So, dass wir hier eine richtig schöne Maultaschenmasse nachher machen können.
Und jetzt brauchen wir mal einen Freiwilliger. Aber heute wollen wir keinen uns helfen. Wir wollen alle heute nachher nur was für Kühe stecken. So.